Okay. Also, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Ibis-Simulator. Vince ruft schon wieder an. Wir gehen mal dran und gucken, was er will. Check the computer. Es gibt ein paar Dinge, die ich dir sagen muss. Okay, wo ist mein Computer? Ach, hier. Mein Computer blinkt. Hab ich überhaupt schon gesagt, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal OP, Glück oder können, wenn es will. Nein, habe ich nicht und los geht's. Interagieren. X, ist nicht GTA. Hä? Ja, ich will ja interagieren. Hä, wo ist mein... Ach so, das ist Hacken, bin ich doof. Mein Bett blinkt sogar. Oh mein Gott, hier muss ich hin. Trotzdem X drücken, na gut. Bei Tools for Thieves kannst du dir neue Ausrüstung kaufen, aber wahrscheinlich hast du noch nicht das Zeug dazu, alles zu benutzen. Klick auf Steal Your Forum. B. Okay, ich seh's. Ja, ich bin hier schon. Hier kannst du dir hier kannst du Geheimnisse kaufen, heiße Tipps, was du wo findest, wer es bewacht, wer seine Tür nicht abschließt, was auch immer. Schau mal in das rein. Schau mal in das rein, das war so richtig. Was ich über 109 geschrieben habe. Ja, mache ich doch gerne. Okay. Hier hat es Tipps für zu Hause. Komm. Wir kaufen alles, ne? Kaufen, weil er am Anfang uns was schenkt. Muss ich das nicht vorher lesen? Kann ich das nicht? Okay, Ben sagt, geh zum Auto. Wir gehen zum Auto. Wie komme ich raus? Okay. Wo ist mein Auto? Da ist mein Auto. Okay, gut, die Raute sagt, hier zum Auto. Hinweis entdeckt, Hinweis entdeckt. Ja, Vinny. Versetz deine Beute erstmal in deinem Pfandhaus. Du brauchst leere Taschen für... Okay, wie komme ich da hin? Versetz deine Beute. Hinweis entdecken. Das Haus steht die ganze Zeit leer. Ja, das ist gut. Ich will zum Pfandhaus. Ich steig mal ein, ne? Ihr würdet auch sagen, ich steige einfach mal ein, ne? Okay, ich habe die Tür geöffnet. Ich steige ein. Kann ich jetzt einen Wegpunkt markieren? So, Pfandhaus. Ja, wir sind hier im Pfandhaus. Ist leider kein Pfannkuchenhaus. Wir gehen mal rein. Hallo. Ey, ach so. Schon wieder X. Guten Tag. Welcome back. Ich war schon mal hier. Kennen wir uns? Du siehst nicht aus wie meine Mama. Sagt willkommen back, willkommen zurück. Okay, nehme ich mit. Okay, ich tu mal mit dir interagieren. Hallo? Ach so. Komm wieder. Ich glaube, ich habe doch alles hier reingetan. Wie nehme ich das jetzt wieder? Zack. Und zack. Das ist schon mal Winnie, ist schon mal ein Schatz. Ne? Er sagt, du brauchst leere Taschen. Ich hatte leere Taschen. Aber Winnie, ja, das machen wir schon. Verkaufen. Sehr schön. Okay, Ben. Zeit für Green You. 109, hol mir den Fernseher, aber versetz ihn nicht. Also ich soll den Fernseher holen, ich soll aber nicht den Pfandhaus versetzen. Warum nicht? Willst du ihn selber im Pfandhaus versetzen, du A? Kein Problem. Okay, wir sind da. Jetzt müssen wir das Haus 109 finden. Geschichte. Stehle einen alten Fernseher in Queenview 109, verlade ihn in den Kofferraum. Okay. Krieg ich das hin? Meint ihr das auch? Das ist schön. Wenn ihr das meint, dann krieg ich das hin. Okay, wo ist das? Ah, da hinten. Okay, ich sehe es. Ich muss jetzt irgendwie hinfahren. Ja, das sieht so aus. Soll in der Nähe parken, aber nicht zu nah. Okay, die Raute sagt wohin. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das immer noch dann so ist, wenn wir ein bisschen erfahrener sind, oder ob das jetzt nur so ist, weil wir noch unerfahren sind. Hier ist schon mal das Haus 109. Ich sehe aber irgendwie Markierungen. Ich würde mal sagen, wir parken ganz unauffällig einfach mal hier im Gebüsch. Jetzt habe ich es kapiert. Diese Dreiecke sind einfach nur Leute, die rumlaufen. Es ist einfach den... Ja, okay, wir nehmen hier wieder unsere Brechstange. Kann ich einfach was drücken? Nein, warte, war das nochmal Viewrad? Wie war das nochmal? Ich habe keine... Ja! Eingebrochen. Gut, ist hier jemand? Nein, wir gehen von hinten ran. Ach, das ist ein Versteck. Der Mülleimer. Ach, da muss ich hin. Ich muss da oben gucken dafür.
Scheiße. Wir gehen trotzdem um, vielleicht finden wir hier Geld. Wer zur Hölle hat Geld auf dem Boden liegen? Also ich nicht. Okay, wir gucken uns trotzdem um hier ganz schnell. Brotbrett kann ich mitnehmen? Nö. Toaster? Ja. Toaster bringt Money. Alles Geld. Kühlschrank? Kann ich nicht. Ja klar, Pfanne hat uns ein paar Euro gebracht. Nehmen wir doch mit. Ja. Was war das? Was ist das? Mehr kann ich hier nicht. Oh, schade. Es leuchtet. Was ist das? Ein Schlüssel? Jetzt habe ich einen Schlüssel eingesteckt. Ich weiß noch nicht wofür. Geld! Für Geld! Ein Geld. So, ich nehme den mit. So, jetzt muss ich hier raus. Ich muss jetzt hier wieder mit raus. Oder kann ich durch die Vordertür raus? Keine Ahnung. Ja. Ich wollte jetzt nicht werfen eigentlich, aber ist okay. Wir könnten auch mal die Brechstange weglegen, ne? Könnten wir? Ja, wollen ja nicht auffallen, dass wir hier durchs Fenster gehen, den kleinen alten Fernseher mitnehmen. Ist doch kein Problem. Der alte Fernseher ist ein bisschen was wert. Beute, Ersatzschlüssel in der Kuppe, das Haus. Ist leer. Ich glaube, ich habe alles gemacht, hier, ohne die Informationen zu lesen. Kann das sein? Oh mein Gott, ich werde beinahe gesehen. Ich finde das schon lustig so, der wirft einfach den Fernseher, als wäre der nicht. Schnell einsteigen, bevor jemand auf die Idee kommt, dass wir Diebe sind. Ich kann mein Auto bewegen. Ich habe mein Auto geschoben, wollte ich mich verarschen. Ich finde das Spiel cool, ist natürlich auch schon ein bisschen älter, aber ich weiß es. Okay, jetzt müssen wir hier rausfahren, ohne gesehen zu werden. Ah, der Gelbe hat uns gesehen. Das ist eigentlich schlimm, wenn ich jetzt im Kegel erscheine, weil eigentlich fahre ich ja nur. Und ich gehe jetzt einfach mal da raus und weiß nicht, ob es richtig ist. Wir gucken mal, ob das richtig ist, wenn ich hier rausfahre, wo ich herkomme. Okay, wir haben XP bekommen. Zusammenfassung, gestohlen. Vergiss nicht, die unvergebenen Fertigkeitspunkte im Skill-Tab einsetzen. Ja, werde ich machen, wenn ich weiß, was es ist. Winnie ist schon wieder dran. Sieh, du hast meine Klotze, die auf Black Bay. Ich krieg gerade ein Grinsen, ey, Black Bay. Okay, ich weiß nicht warum. Es hört sich an wie eBay. Okay, interagieren. Ich gehe auf Black Bay. Black Bay? Ich habe eine Seite für den Fernseher eingerichtet. Verkauf ihn dort. Okay, ich muss das mal schließen. Achso. Nee. Was ist denn, ne? Verkaufen. Rent-a-Tag. Okay, wir haben jetzt für $60 einen Fernseher gekauft. Gut, wir haben nichts dafür eingenommen. Ich meine, bezahlt. Hier findest du Nebenjobs. Ich habe extra einen für dich eingetragen, der mit den Tellern. Was? Weil das habe ich jetzt falsch gelesen. Ich habe extra einen Job für dich eingetragen. Der mit den Tellern. Okay. Ja, klar, machen wir doch auch noch in dem Video. Kein Problem, wir zerschlagen okay. Teller. Now drive back to 110 and break some. Hab ich jetzt falsch gemacht? Also 110 Teller zerschlagen. Wir sehen es bei 110 gleich wieder. Wir brechen gleich bei 110 ein und zerschlagen, glaube ich, Teller. Geschichte, macht die Teller in Haus 110 kaputt. Okay, gehen wir jetzt in 110, machen die Teller kaputt. Das ist hier. Ich habe, glaube ich, ein bisschen zu offensichtlich geparkt. Aber ja, ist ja normal. Ich kann das doch nicht. Wie komme ich hier rein? Bäumchen. Au, ey, au, au, Tanne. Komme ich hier rein? Ach, warte mal. Okay. Oh, nee. Hä, wie komme ich hier rein? Wir sehen uns wieder, wenn ich drin bin. Würde ich sagen. Ach, da ist eine Markierung. Ja. Von vorne rein? Okay, ich glaube, wir müssen von hier rein. Okay, wir haben den Eingang gefunden. Jetzt die Frage, komme ich in die Tür? Nein, verschlossen. Interagieren kann ich nicht.
Also nehme ich jetzt gleich mal meinen Prügel raus. Da. Ich werde aber hinten rum einbrechen. Nein, werde ich nicht. Ich gehe da rein. Okay. Mission ist es, zerschlage alle Teller. Ich nehme natürlich noch ein bisschen Fleisch dafür. Achso, ist kein Teller. Ich habe gerade gehört, dass du nicht mal weißt, wie man ein Schloss knackt. Lerne die Basics. Mittlerweile solltest du das hinkriegen. Bist sicher? Okay, ich habe jetzt die paar Teller kaputt gemacht. Das war's. Okay, ich würde sagen, bevor wir abhauen, gucken wir, ob wir noch was klauen können. Das vielleicht ein bisschen Geld macht. Natürlich kann ich keine Dings knacken. Du hast mir das nicht beigebracht, Mann. Okay, Brechstange weg. Das verratet uns nur. Nee, ist nichts drin. So, ich will ganz schnell nach irgendwas gucken. So, runter. Öffnen. Kein Geld. Schade, ich sehe nichts. Ich sehe nur stinkende Schuhe. Bett. Tür, ouch. Offen ins Gesicht. Schöner Bug. Nö, gar nichts. Schnell weg hier, so wie wir reingekommen sind. Halt, hier ist ein Toaster. Toaster. Eine Pfanne. Die setzen wir doch gleich noch in Pfanne. Bin voll. Ich muss raus. Mein Auto wird bestimmt gesehen. Keine Ahnung, welche Tour, aber ich tue es für euch. Okay, ich gehe hier wieder raus. Klappt das? Nein, klappt nicht. Okay, ich komme hier nicht raus, also muss ich... Ah, von innen geht das Fenster auf. Sehr schön. Ich dachte, ich muss es erschlagen. Okay, da ist jemand. Da warten wir mal ganz kurz. Kommt genau auf 110 zu. Nicht gut. Nein, ne? Ah, er dreht ab. Okay. Ich dachte schon, das ist der Eigentümer, aber ich dachte... Ne? Damit wir nicht auffallen, ab hinten rum und weg hier. Wird auch Spaß, gerne in die Dings einsteigen. Ich habe meine Tür aufgelassen. Ja, sehr gut. Okay. Ab ins Pfandhaus, oder? Ja. Okay, wir haben gestohlen. 1111. Diebstahl C ist, glaube ich, nicht gut, ne? Bonus XP für Heimlichkeit. Ich war doch heimlich. Hä? Okay, wir sind erstmal hier beim Pfandhaus und geben erstmal ab, was ich in den Taschen habe. Jetzt sind meine Taschen voll. Und jetzt kannst du Willkommen back sagen, weil ich war schon mal hier. Okay, verkaufen. Eigentlich kann ich alles verkaufen, ne? Pfanne. Ja, ich habe aus den ganzen Einbrüchen noch das in der Tasche gehabt, ne? Jetzt muss ich erstmal loswerden. Jetzt fahren wir nach Hause und gucken, was Winnie will. Und dann war's das. Okay, wir sind zu Hause angekommen. Mal gucken, ob Winnie noch irgendwas von uns will. Und würde ich jetzt erstmal sagen... Lernen Schlösser knacken. Pass auf, wir lernen im nächsten Video Schlösser knacken. Montag, Dienstag, mal gucken, es wird nicht so spät kommen. Ich sage danke fürs Zusehen, ich wünsche euch einen schönen Tag, einen guten Morgen und einen noch besseren Abend. Ich bin hiermit raus. Peace!